Herzlich willkommen bei Mike's Bonsai and More. Heute mal aus ganz anderer Perspektive, vor der Kamera statt hinter der Kamera. Ist richtig spannend. Was ich heute vorhabe, ich wollte euch mal mit in mein Balkon-Bonsai-Paradies nehmen und euch mal einen kleinen Blick hinter meine Kulissen zeigen, was ich so alles mir angeschafft habe in den letzten Monaten. Balkon, weil ich einfach keinen eigenen Garten habe und muss das Ganze auf dem Balkon abwickeln, aber das kann auch funktionieren. Und Bonsai ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, das sind bei mir halt alles Langzeitprojekte und ich habe mir die Sachen so in Baumärkten, in den Gartencentern, in Baumschulen und auch Yamadori-Yachten, natürlich nur mit Genehmigung, zugelegt und einige Sachen habe ich auch von euch bekommen. Und nun seid mal gespannt, kommt mit, ich zeige es euch. So, fangen wir mal mit dem Bäumchen an, wo alles vor ein paar Monaten begann. Das war das Tanuki-Projekt, die Tanuki-Challenge vom Josef Bruns. Und da bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen, das ist jetzt ein paar Monate her. Und hier oben seht ihr gleich noch einen kleinen Bruder davon. Das gleiche noch mal eine Nummer kleiner. So, als nächstes kam dann die Aktion mit dem Ausgraben der Hainbuchenhecke, die ich mit Josef und ein paar netten Leuten zusammen gemacht habe. Da habe ich mir dieses Prachtstück gesichert. Und die hat also einen super schönen Stamm, wie ich finde, Stammansatz. Und die treibt jetzt schon an allen Zweigen aus, an fast allen. Eventuell muss ich sie dann hier oben noch mal ein bisschen einkürzen. Aber ich will sie erstmal wachsen lassen. Und ich habe es auch erstmal in einem normalen Blumentopf nur gepackt, in einen riesigen, weil ich nichts anderes an dem Abend zur Verfügung hatte. Ich war da auch komplett platt und wollte das schöne Teil nur noch versorgen. Ja, so sieht es jetzt aus. Ich glaube, das hat eine Menge Potenzial. Ich finde es ganz schön. So, hier oben habe ich eine schöne Doppelstammbirke stehen. Die hat schon wunderbar, ist schon wunderbar ausgetrieben. Die habe ich euch schon mal in einem gesonderten Video gezeigt. Hier unten dann die Rotbuche. Auch schon, steht schön im Saft. Habe ich beide vom Josef. Hier vorne steht noch eine Lärche. Lärchen sind irgendwie meine Lieblingsbäume. Die sind so schön flexibel, kann man in alle Richtungen drehen und drahten und biegen. Also Lärchen ist auch für Anfänger, sage ich mal, bestens geeignet. So, dann habe ich hier vorne ein Fichtenwäldchen, glaube ich 7 Fichten da inzwischen drin. Das kann demnächst mal wieder geschnitten werden. Eine steht so ein bisschen weniger im Saft, aber die anderen sind richtig üppig grün. So, hier hinten habe ich noch eine kleine Eberesche stehen. Die fängt langsam auch auszutreiben. Daneben ein Pfaffenhütchen. So einiges an Kleinkram hier noch. Hier ist meine Korea-Tanne hier in der Mitte. Bin ich auch ganz gespannt, was daraus wird. Hier oben die Zierkirsche. Die habt ihr ja schon in einem extra Video gesehen. Hier ein schöner Spitzahorn. Sehr coolen Stammansatz, den habe ich mal vom Sandro bekommen. Vielen Dank nochmal, Sandro. Hier unten steht noch eine
gerade aufrechte Lärche. Mal sehen, was draus wird. Hier eine kleine Buche. Hier habe ich noch was ganz Interessantes. Das ist ein Ficus Benjamin, den habe ich schon ganz viele Jahre. Der wird nur immer, ich habe nie einen richtigen Platz für ihn gefunden. Der ist einfach zu groß und ich habe ihn von einer Stelle zur anderen gestellt. Und dann habe ich mir einfach mal überlegt, das spoilere ich jetzt mal so ein bisschen, werde ich euch noch in einem extra Video vorstellen, dass ich hier mal eine Abmoosung versuche. Das Unterteil ist richtig geil und das wollte ich eigentlich hauptsächlich behalten, aber oben ist es natürlich auch nicht schlecht und so konnte ich mich nicht entscheiden und behalte einfach beide Teile, wenn es was wird. Aber das werde ich euch nochmal getrennt in einem Video zeigen. So, haben wir hier unten noch eine zweite Hainbuche aus der Buchenhecke. Die wächst auch schön. Ist nicht ganz so ausladend wie die andere, aber kommt langsam in Fahrt. Daneben steht eine Kiefer. Hier haben wir eine Tula. Die habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt. Die habe ich praktisch vor dem, stand immer in so einer kleinen Ecke neben meiner Garage, habe ich praktisch vor dem Grünabfallcontainer gerettet. Mal schön schauen, was da draus wird. So, hier habe ich noch einen Feuerahorn, der auch schon ganz toll aussieht und austreibt. Hier noch ein kleiner Spitzahorn, der mag noch nicht so richtig kommen. Was das hier wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich mich mal überraschen lassen. So, hier unten habe ich ein paar Eschen eingetopft. Wie gesagt, das sind alles Langzeitprojekte und aber man hat da trotzdem irgendwie jeden Tag dran zu tun und das macht auch richtig Spaß. Hier vorne noch einmal zwei Kiefern, kleine. Hier eine Birke. Und dann habe ich hier einen Lärchenwald. Lärchenwald hat irgendwie jeder, muss ich also auch haben. Habe ich eine ganz coole Schale gefunden, den werde ich euch nochmal gesondert vorstellen. Sind, glaube ich, 13 Bäumchen drin. So, daneben eine Mädchenkiefer. Die blüht schon sehr schön. Mal gespannt, was daraus wird. Hier vorne habe ich eine kleine Pappelstern, finde ich auch klasse. So, was haben wir hier? Da haben wir eine Olive. Hier ist die daneben die Korallkirsche vom Josef. Hier habe ich so ein paar Stämme von einer Trauerweide. Mal sehen, ob das was wird. Die hatte ich mal von einem Holzhaufen, wo jemand einen Baum ausgedünnt hat, habe ich die mal mitgenommen. Mal schauen, was daraus wird. Hier ein Hibiskus. Schönen Schwung, eine Bergkiefer, die auch schon wunderbar austreibt.
Was das daneben ist, das weiß ich jetzt auch nicht gerade wirklich. Habe es erstmal eingepflanzt. Hier habe ich mich mal versucht an einem kleinen Birkenwald. Glaube ich, 7 Bäumchen. Schauen wir mal. Hier nochmal eine Trauerweide, so in Zwillenform. Ein paar Forsythien habe ich mal so Stecklinge versucht zu machen. Schauen wir mal, ob die was werden. Daneben Ebereschen nochmal. Oder Eschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Unterschied überhaupt gibt. Eberesche und Esche. Die habe ich jetzt hier gemacht. Hibiskus nochmal. Hier vorne noch eine kleine Zwergkirsche. Ja, die Zuckerhutfichte, die kennt ihr ja auch schon aus einem gesonderten Video. Dann habe ich hier noch 2 Schwarzkäfern. Wie gesagt, alles Langzeitprojekte. Da steckt noch eine Menge Arbeit drin. Aber es macht ja Spaß. Das wollen wir ja so haben. Hier ist nochmal Hibiskus. Und ja, hier am Ende noch ein kleiner Ahorn. Dann habe ich hier noch, was das ist, weiß ich nicht ganz genau. Das könnt ihr mir vielleicht mal sagen oder von euch jemand. Habe ich auch erstmal getopft. Dass es einen schönen Stamm unten schon hat. Mal schauen, was das ist. So, jetzt nochmal alles auf einen Blick. Ach ja, hier oben noch habe ich noch einen Hartriegel stehen. Das hier im Südseite ist, es wird sehr sonnig und warm im Tagsüber, da baue ich mir dann meine 2 Sonnenschirme auf, die das Ganze ein bisschen beschatten. Ja, jetzt kennt ihr mein kleines Bonsai-Paradies. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick in das Leben eines Bonsai-Anfängers in Anführungsstrichen geben. Und ich kann nur jedem, der da auch Lust zu hat, raten, sich diesem schönen Hobby auch mal zu widmen. Und nicht lange schnacken, einfach anfangen, einfach machen. Und ihr werdet sehen, es wird euch so viel Spaß machen. Und ihr werdet genau wie ich auch dann nicht mehr davon loskommen. Und ja, das soll es heute gewesen sein. Heute mal ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao, euer Mike.